So, liebe Freunde, wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 17 Karriere und wir haben jede Menge Nachrichten. Jugendbericht, nichts Neues zu vermelden, ich bleib dran. Sehr gut, kein Jugendbericht. Spieler verletzt, das war die Geschichte mit Chandler. Können wir löschen? Aber auch löschen. Nationaltrainer, nein. Spieler gesperrt, danke. Scouting. Wir haben noch Nachrichten von Spielern. Wegen meiner Einsatzzeiten. Ja, wir können ja mal ein bisschen rotieren. Vielleicht machen wir das jetzt im Pokal dann einfach mal. Meine Rolle, mein Gehalt. Hector, ja, der wollte ja mit seinem Gehalt irgendwas geklärt haben, ne? Hatten wir das jetzt schon gemacht? Ich glaube nicht. Dann lass uns doch einfach mal mit dem Typen über sein Gehalt sprechen. Warte mal hier, wo ist denn das? Plangemäß, Bundesliga, Euroleague-Platz. Wo macht man das nochmal? Bei Transfers, glaube ich, ne? War das hier? Transferverhandlungen. Verträge. Da vielleicht. So, wo ist er denn? Hector. Da. Jo. Zusätzliche Jahre. 0 Jahre, aber er will mehr Gehalt. Also ich finde, 2 Jahre sollte auf jeden Fall schon noch mehr ranhängen und die 20.000 sind in Ordnung. 20.6, das ist auch in Ordnung. Aber ein bisschen mehr könnte ruhig noch tun, ne? Rotationsspieler, wichtiger Stammspieler. Wäre gelogen, ne? Oh, scheiß drauf, komm. Der interessiert den doch nicht. Man kann ja mal ein bisschen, ne? Ein bisschen philosophieren. Du bist der Größte. So. Einmal durchsimulieren hier die Trainingseinheit. Und dann steht man, wie gesagt, jetzt ne, zwischen Champions League und Pokal. Genau, was kommt da? Die Bundesliga, so sieht es nämlich aus. Und wir spielen jetzt gegen Leipzig. Jawohl. Gegen der Leipziger. Gegen Rasenballsport Leipzig. Wir haben Turnierpreisgeld bekommen und das heißt, es ist jetzt auch bekannt, gegen wen wir in der Champions League ran müssen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Haben wir erstmal ein Turnierpreisgeld von 18,5 Millionen bekommen. Krass. Juhu. Ich bleibe gern Trainer. Juhu! Ach ja. Marco Rus möchte den Verein gern verlassen. Ja, okay. Der kommt halt relativ wenig zum Zuge. Ich bleibe gern. Passt die Spekulation. Entschuldigung, Ihnen mitteilen, dass ich beim Verein bleiben will. Es ist nicht leicht, hier haben zu werden. Ich möchte es versuchen. Ich bin hier Untersicherung. Juhu! Cool. Also Hector bleibt. Rus möchte gerne gehen. Er wird auf jeden Fall ein bisschen rotiert. Genau wie Husti. Das haben wir geklärt. Ich bin ein leichter Trainer. Das freut mich. Und Eberle möchte auch gerne ein bisschen über sein Gehalt quatschen. Der alte Reizer. Der Reizer Käse. Pass auf, ne? Verträge. Hat er sich auf jeden Fall auch verdient. Also der gibt ja super Gas und macht auch super Leistung. Von daher können wir doch ruhig auch mal ein bisschen über das Gehalt sprechen hier. 500 ist ja wohl ein Witz. Aber ich würde ihn gerne... Okay, wir können ihn nur 2 Jahre binden, alles klar. Warum? Weiß man nicht. Aber dann noch 2 Jahre hat. Okay. 3 Jahre sogar fast. Oh, guck mal, er will 650. Wie süß. Pass mal auf, mein Freund. Komm, du kriegst mal ein ordentliches Gehalt hier drauf geklatscht. Du gehörst ja schon mittlerweile zum Spieleretat hier. Du bist ein sporadischer Spieler, das ist ja nicht gelogen. So. Also, das hat er sich, finde ich, auf jeden Fall verdient. Meiner Meinung nach. Ich meine, wenn er spielt, wirklich super Gas. Also, ich wollte gucken, gegen wen wir spielen in der Champions League. Genau, das machen wir jetzt gerade mal. Kalender. Und wir müssen gegen... Gegen? Oh, gegen Olympique Lyon. Das ist machbar. Hey, das ist machbar. Auf jeden Fall. Gut, da haben wir Lacazette, der ist gefährlich. Ein bisschen gucken, aber ansonsten ist das voll machbar. Und ist ein cooles Los. Ist ein richtig cooles Los. Wir fahren nach Frankreich. Und ich muss sagen, Lyon ist cool. Habe ich jetzt so oft noch nicht gehabt in der Champions League tatsächlich. Man hat immer so die Standarddinger irgendwie gut. Man fährt zum Arsenal und so. Ne? Das hat man immer gehabt. Aber gegen Dingens habe ich tatsächlich noch nie so wirklich gespielt gegen Lyon. Finde ich gut. Ist nur was Abwechslungsreiches. Gott, hatten wir mit FIFA 16 oder 17, 15 oder 16 da irgendwie. Aber ich weiß es gar nicht. Ist mal eine schöne Abwechslung. Das kann man gerne mitmachen. So. Mensa kriegt ein Päuschen. Chandler ist mir noch zu angeschlagen. Dann bringen wir mal Tabata rein. Iheanacho darf auf jeden Fall wieder spielen. Ich würde gerne mal Fabian spielen lassen für Moritz Leitner. Einfach, dass der auch mal wieder ein Päuschen kriegt. Und ich würde gerne im Sturm vorne Emre Mor neben
hier Nacho setzen und Vallejo ein Päuschen geben und dafür vielleicht mal Hector reinbringen. Einfach der Rotation wegen. Oder wir bringen Russ. Könnte man natürlich auch machen. So. Und da kann Hector eigentlich auch Rechtsverteidiger spielen? Nee, wenn ist er noch ZDM? Und da wollte ich mal gucken, hier Fabian, kann der irgendwie da außen spielen? Wenn ist er eher links? Gacinovic? Auch links, toll. So muss Fabian sich da halt jetzt irgendwie zurechtfinden. Das kriegt er schon hin. So, Dani Blum ist draußen, das ist richtig so. Und Russ nehmen wir mit. Statt, ach nee, warte mal. Hier, der darf spielen. Wobei Hector will ja bleiben, ne? Russ hat ja schon gesagt, dass er gehen will, machen wir es lieber so rum. Und Eberl nehmen wir mit. Für Mensah. Mensah bleibt mal komplett draußen, der braucht ein Päuschen, der kracht dann den Pokal wieder ran. Aber der soll sich mal ein bisschen ausruhen. Wir wollen ja hier niemanden überfordern. Was? Fabian! Oh! Aber genau an dem Pfosten. Komm hier. Bam, sehr nice. So. Also. Erst haben wir AC Mailand begrüßt. Unter der Woche. Jetzt begrüßen wir am Wochenende Rasenballsport Leipzig. Ich weiß gar nicht, wo die in der Tabelle stehen. Hier tabellarisch. Keine Ahnung. Dann gucken wir uns das einfach mal an. Jetzt müsst ihr hier gleich durchflattern, oder? Dankeschön. Oh, 16. Krass, sind die so stark abgerutscht. Ja, dann würde ich mal sagen, in der Bundesliga haben wir ja einiges gut zu machen tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie die erneut simulierten Spiele gegen Werder und Gladbach hier simuliert wurden. Keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geguckt, mir war es jetzt scheißegal. Hat mich halt nur geärgert. Aber wir haben in der Bundesliga ein bisschen was gut zu machen tatsächlich. Deshalb sag ich einfach mal, auf geht's. Fabian holt sich gleich in seinem ersten Zweikampf die Gelbe. Sehr gut. Oder? Ja. Super. Ja, er fragt nochmal nach, aber ich glaube, das Ding ist final. Scheißdreck. Ah, kann doch nicht angehen. Er kann doch nicht angehen. Schön gemacht von Iheanacho. Fabian mit dem Pass auf Iheanacho. Kacke. Ah. Gibt's doch nicht. Eigentlich direkt sitzen müssen, das Ding. Oh, starker Zweikampf hier. Richtig stark. Nochmal Jiménez, kein Foul. Und dann ist es ein Einwurf. Ein Einwurf. Fabian, holla. Oh, Halstenberg, der geht mal richtig drauf hier. Hat gar keinen Bock auf Späße. Ich glaube, der wäre von Mascarell gerade gar nicht mal so schlecht gekommen, ne? Kann man sich schon geben. Oh, oh. Ach du Scheiße. Warte mal, das ist Khedira. Und das ist stark gemacht von Tawata. Sehr gut. Hasebe. Ah, bisschen zu weit den Ball vorgelegt. Hinten ein bisschen Ordnung wäre gut. Aber ich habe jetzt keinen Bock, dass wir hier jetzt der Aufbaugegner von Leipzig sind. Fighten auf jeden Fall. Die wollen sich hier nicht abschießen lassen von uns. Gut, kann ich verstehen. Wer will das schon? Wer will das schon? Boah. Ach, das ist zu einfach da vorne. Hasebe, das ist klasse gemacht. Das ist kein Abseits. Vorne hier Nacho, das muss das 1-0 sein. Das gibt's nicht. Dani Blum hat den reingemacht. Glaube ich. Stark gemacht von Iheanacho. Gottes Willen. Ich glaube, mir wird schlecht. So. So, jetzt kommt einfach mal hier. Zack, 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 zack. Links, rechts, Dreierloch oder wie sagt Bronze immer. Schade. Wett. Oh, stark gemacht von Fabian. Komm. Nein!
muss echt aufpassen, also sonst muss ich ihn runternehmen. Wenn das jetzt... Oh, man darf halt jetzt echt null in den Zweikampf mit ihm gehen, ne? Ein Remor. Ah, wieder gut aufgepasst, wieder gut den Körper dazwischen geschoben. Es ärgert mich jetzt, dass der da so... dass er die Gelbe da hat. Das ist scheiße. Mann! Kann man mal machen, ne? Was haben wir hier? Schalke gegen Leipzig. Im, wer kennt ihn nicht, Sanderson Park. Kann man mal hingehen, ne? Kann man mal machen. Im Sanderson Park. So, Passack. Er spielt immer noch für den leicht angeschlagenen Chandler. Und rennt aber mal mit dem Ball ins Aus. Toll, Tobi, hast gut gemacht. War fast perfekt. Keiner läuft so schön ins Aus wie du. Ah, von Jacinovic ganz schön gemacht. Ja, wir könnten ruhig mal da vielleicht ein bisschen Offensive suchen, das passt schon. Fabian. Hier Nacho, wir kriegen aber den Ball nicht nach vorne irgendwie. Sagt gut aus, was sie gemacht haben, aber sie haben den Ball nicht nach vorne gekriegt. Nicht so toll. Hector. Dort. Aufpassen. Nein. Schön von Hasebe. Und jetzt go. Komm, du hast Platz. Geh. Ganz da unten ist. Hier, Nacho. Rienato, oh, Rienato, oh, oh. So, Fabian. Kein Abseits, Rienato. Mascarell. Boah. Fast schon ein Verzweiflungsschuss irgendwie, ne? So gefühlt gerade so. Ich schieß mal, guck, was passiert. Ja, Passlack. Boah. Freunde der Nacht. War aber alles im Rahmen. Tatsächlich. Alles im Rahmel. Alter, es reicht, Digga. Kann doch nicht sein. Ich meine, klar, Ball gespielt, natürlich, keine Frage. Aber irgendwo... Irgendwo reicht's auch mal. Finde ich. Irgendwo ist eine Grenze überschritten, wo man auch mal Stopp sagen muss. Ne? Nee. Was? Aber ich merke das schon wieder, ne? In der Bundesliga hier komplett andere Mannschaft einfach. Verstehe das nicht. Ganz stark gemacht von Abraham. Ich verstehe das nicht. Wie wir hier zwei unterschiedliche Mannschaften haben können. Das hat da einer in die Kommentare geschrieben, wir sind wie Leicester. Liga Pfui, weißt du, und Champions League, bam. Easy going. Ah, ging gerade noch so gut. Gacinovic mit der Flanke, die ist aber nicht zu gebrauchen. Geht er ins Tor aus direkt. Hätte den Ball auch gleich rauspassen können. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Fabian. Oh. Na gut, er hat lange nicht gespielt jetzt, ne? Alles klar. Das war gut. Hier kommt Wuselmoor. Nein! Hier, starke Machung, Fabian. Einfach mal mit defensiv gearbeitet, da holt man sich das Selbstvertrauen. Genau das muss er machen. Da holt man sich das Selbstvertrauen zurück. War beim echten Fabian nicht anders so. So, Abraham, was ist denn da los? Ja, der tankt sich da jetzt durch, Alter. Und Pass lag auch mit vorne, was ist denn jetzt verkehrt? Ja, und hinten brennt's jetzt, ne? Wenn's hinten brennt, Faktulent oder wie hieß das, ne? Scheiße. Oh, starke Parade von Dragowski. Ja, Leipzig ist nicht das, was auf dem Zettel zu sein scheinen. Stark gemacht von dem Ramon. Der geht jetzt weg. Tschüss. Jetzt im richtigen Moment den Pass setzen. Das war gut. Dianaccio! Tor! Klassisch.
ausgekontert. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Und wieder zum psychologisch richtigen Zeitpunkt. Ich korrigiere. Psychologisch. Wie viel das Tor ist das jetzt von ihm? Das fünfte. Das ist auch nicht viel, ne? Das ist nicht viel. Fünf Bundesliga-Tore für einen Stürmer ist das nicht so viel. Gut, der kam aus einer anderen Liga. Klar, das muss man mal mit berücksichtigen. Viel ist das jetzt nicht. Kann man vielleicht noch ein oder andere Türchen jetzt erwarten, ne? Ja, wobei, was haben wir? Ja, wobei, ne? Viel ist das nicht. Also kurz vor Weihnachten jetzt hier, das ist... Andere Stürmer haben da schon vergleichsweise mehr. Aber okay, komm. Passt schon. Passt schon. Wir sind gut dabei. Steht 1-0, das ist wichtig. Endlich wieder eine Führung in der Bundesliga. So gehört sich das. Und es wäre nach diesem grandiosen Champions-League-Abend unter der Woche. Es ist nur mega wichtig, dass wir hier auch in der Bundesliga mal wieder was reißen. Das wäre... Oh Gott, aber so nicht. Das wäre wirklich toll. Nein, nein, nein. Ah, Penis, Mann. Entschuldigung. So, Konter, komm. Können wir doch. Oh, schön gemacht, Foden. Oh, was war das denn? Wieder da mal eben den Ball mit dem so, weil es am Gegner vorbeiliegt. Geil. Genau deswegen haben wir den Burschen doch. Ah, Dämme. Wenn was geht bei Leipzig, dann über Dämme. Ja, da müssen sie die Dämme nämlich brechen. Ja, ja, also Ball war da jetzt nicht mehr so im Spiel gerade, ne? Alter Schiri-Kopp. Scheiße. Ich dachte, es war noch in Ordnung. Sorry. Ich dachte noch, es war okay. Geh mal weg. Ich stehe hier. Ups. So, Gacinovic, komm, der ist da auch mega stark, der Junge. Ja, faul. Fuck you. Cool. So, Fabian. Hättest vielleicht einfach mal selbst probieren müssen, Fabian. Mal einfach mal druff. Druff da. Scheiße. Abseits. Very good. Ja. Das kann man schon ergeben. Oh Gott. Glaubst du das hier? Warte mal. Bam. Sehr gut. Oh. Können wir gleich mal nach dem Wechsel vielleicht gucken? Oh, ja, wir gucken mal nach dem Wechsel. 57. Minute ist immer gute Zeit, um vielleicht ein bisschen was Frisches auf den Markt zu bringen. Auf den Markt vor allem. Wir holen mal Fabian runter. Wir bringen Leitner, um ein bisschen die Defensive zu stabilisieren. Und um nach vorne vielleicht noch ein bisschen was hinzukriegen. Und ich weiß nicht, Piazza oder Gutter. Eigentlich müssen wir Piazza bringen, weil Gacinovic, er ist am lowsten von der Energy her. Gucken wir einfach mal, dass wir das vielleicht so hinkriegen. Das wäre toll. So, langer weiter Ball auf Halstenberg. Das macht Pasnak erst ganz gut und dann verliert er ein bisschen die Übersicht. Die Flanke ist prima. Boah. Alles wieder, haben wir gerade Glück gehabt. Was jetzt? Also, Wechsel. Yeah. Ah, wir wechseln, por favor. Und da kommt unser Superstar. With number 25. Moritz. Leitner. Und da kommt auch Eberle. Alles die Sympathieträger, ne? Ja, schaffen wir. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz hier was machen. So. Okay. Juhu. So. Jetzt kann es weitergehen. Schön gemacht von Tabata. Schade, da kriegt Emre Mor nicht so richtig hin. Der muss jetzt tatsächlich bis zum Ende durchspielen, ne? Ich hoffe mal, das kriegt er einigermaßen hin. Vielleicht soll ich solche Sprints mit dem einfach mal lassen.
Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Komm, 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 komm. Ah, Tamata! Und wir sind keine Anspielstation. Da unten. Schön. Piazza ganz stark gemacht. Komm, machen wir gleich nochmal. Dann kann er nämlich durchgehen. Hier, zack. Super. Haben wir noch, haben wir noch. Oh. Auch wieder so ein bisschen die Übersicht gerade verloren, ne? Und er holt sich den noch. Super. Oh. Schön von Abraham. Bombe gemacht von Moritz Leitner. Der hat eine Ballbehandlung. Das ist ein Träumchen. Und das ist Eberle. Eberle! Oh, der Brabo! Was ist denn hier los? Was ist das denn? Wieder Leitner. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich auf Leitner. Egal. Oh, der Eberle. Der Eberle. Der Werner. Es könnte gelb geben. Gib gelb, alles gut. Come on, gib mir das Yellow Card, you sucker. Come on. Hauen wir nochmal drauf, aber ich denke, das ist in Ordnung. Ja. Meine Damen und Herren, ich glaube, der Bracken wird nickt. Mal drüber nachdenken. Also eine gelbe Karte geht vollkommen in Ordnung, Sabitzer kommt. Ja. Der Sabitzer, da müssen wir auch aufpassen, ne? Das ist auch einer. Der weiß, wie es geht. Der Sabitzer. Vorsicht! Vorsicht! Oh. Nochmal Eckball für Leipzig. Wir sind natürlich noch nicht ganz safe. Ne? 71. Minute, 72. gleich. Das ist noch nicht so ganz durch das Thema hier. Ganz stark gesehen von Eberle. Problem ist, Mascarell kommt da nicht richtig mit. Elfmeter. Scheiße, ich hätte einfach weiterlaufen müssen. Ich weiß nicht, warum ich diesen... Ich habe den schon... Mental habe ich mich schon darauf eingestellt, dass ich diesen Schritt nach hinten mache. Diesen... Ja, sie nennen mir den Trick. Das ist ein Trick. Ich weiß nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Mega ärgerlich. Mega, mega ärgerlich. Naja. Okay. Ich weiß nicht, ob wir uns auf unentschieden, also auf 1-0 halten. Das ist in der Vergangenheit zu oft schiefgegangen, als wenn ich mich da mit ruhigem Gewissen drauf verlassen könnte. Der Pass war, glaube ich, gut. Ah, Emre Mor, schade. Geht aber von der Ausdauer her noch, ne? Nein, abseits. Ey, das ist abseits. Ich verpasse. Ich wollte es gerade gesagt haben. Echt. Boah. Okay. Ah, das ist gefährlich, was wir da machen. Na komm, Eberle, geh. Geh deines Weges, Werner. Komm mal da unten, komm. Eberle, komm. Ah, schade. Zack. Leitner hat freie Bahn hier. Lass du den Moritz in Ruhe. Moor. Oh. Ich glaube, es wäre kein Abseits gewesen. Ich glaube, es wäre im perfekten Moment gespielt. Stark von, ganz stark von Mascarell. Ah, haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch? Unser? Jetzt muss safe nach hinten auf Pass lang und dann muss Eberle gehen. Macht auch. Wir spielen in die Vorwärtsbewegung von Leipzig rein. Das ist eigentlich eine perfekte Ausgangsposition, aber... Ja.
Das funktioniert aber fair gesehen. Klasse, Tobi. Klasse. Das war super. Foulspiel ist auf der Ref. Ich sag, leck mir am Arsch. Und das ist einer für Paslak und der köpft dann zurück zu Dragowski. Und da mache ich diesen Fehler. Oh mein Gott. Ich könnte mich gerade so derbe selbst verprügeln. Das glaubt ihr gar nicht. Ich weiß nicht, was da gerade mental bei mir passiert ist. Ich wollte den Ball eigentlich... safe. Warte mal. Ja, Mann! Ja! Nice! Iheanacho! Repariert. Also, pass auf. Ich wollte den Ball schnell nach vorne bringen. Ich habe einen Rennen sehen unten. Und dachte mir, komm, klöppelst du da Dinge mal richtig schön mit dem LY-Pässchen nach vorne. Oh mein Gott. Ich hab... Ich wäre so gerne gerade im Erdboden versunken, ne? Das glaubt ihr gar nicht. So, nur hier auf Defense und dann halten wir den Lachs. Toll. Schön gemacht von Piazza. Ja. Es ist am Ende doch nochmal knapp geworden. Ich hab's noch gesagt. Aber die haben zum Glück gewackelt, die Leipziger. Warte mal. Ne. Jawohl! Und jetzt weg damit und aus! Und endlich gewinnen wir mal wieder. Endlich gewinnen wir mal wieder ein Spiel, Alter. Ich hab's ja schon nicht mehr für möglich gehalten, ne? Oh. Ist das nicht wahr, Alter? Und dann... ach, nee. 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 Und dann auch noch so eine spannende Geschichte, ne? Was war da denn bitte los, Freunde? Komm, schnell raus hier aus dem Stadion, schnell raus aus dem Spiel. Ja, ich würde sagen, das war spannend. Also spannender ging es, glaube ich, nicht, oder? Das war eine richtig spannende Partie, muss ich tatsächlich sagen. Und ja, als nächstes spielen wir gegen Düsseldorf. Das verspricht auf jeden Fall genauso spannend zu werden. Ich glaube, da können wir von ausgehen. Und naja, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, sind wir nächste Folge wieder mit am Start. Frankfurt gegen Düsseldorf, Runde 3 des DFB-Pokals. Ich bin gespannt, was es wird. Wir hören und sehen uns. Bis dahin. Haut rein. Ciao.